Hallo, liebe Anime-Freunde, herzlich willkommen bei 5 Minutes Random mit Michael und Max. Und wir sind in der Fall Season 2016 und unserem schönen, guten, alten 5-Minuten-Marathon. Jeder Anime kriegt seine 5 Minuten am Stück. Und es geht weiter mit Magical Girl Raising Project. Richtig, ist von Studio Lerche, die uns ja mit Danganronpa zum Beispiel oder Assassination Classroom schon viel Freude gemacht haben, und die haben auch so einen bestimmten Typ von Serien, die immer so ein bisschen psychological sind. Jetzt Action Fantasy Supernatural Thriller, basiert auf einer Light Novel, wo es irgendwie um ein Magical Girl Survival Game geht, also vielleicht schon ein bisschen düster. Hiroyuki Hashimoto ist der Regisseur, es ist das Debüt, aber er hat schon das Storyboard für Bento, eine super Serie, gemacht und war Episode Director bei Bakuman. Also guten Hintergrund. Genau. Und die Preview hat mir nichts gesagt, also gar nichts. Also, die war sowas von aussagekräftig wie die Preview von Tanaka zum Beispiel. Die Preview von Tanaka hat alles gezeigt, worum es in der Serie geht. Ich fand sie super. Aber da sind wir auch leicht verschiedener Meinung. Das macht doch nichts. Im Zweifelsfall schneide ich es weg, wenn es uns wirklich stört. Oh ja. Ja. Das Ding hatte Magical Girl im Namen, ne? Ja, es ist Lerche. Studio also, Lerche macht keine normalen. Ich wollte gerade sagen, du sagtest Danganronpa und Assassination Classroom. Okay, also die Leute bei Lerche haben schon mal einen leichten Hackenschuss, auf jeden Fall. Die machen immer so niedlich aussehende Serien, die irgendwie total fies abdriften. Also Assassination Classroom habe ich auch nicht so weit geguckt, war jetzt einfach nur hart verrückt auch, aber ja, okay. Ach, haufenweise Leichen. Psycho-Magical Girl, ein fieses Monster, eine dramatische Klaviermucke. Ich habe damals bei, wie hieß der Anime, habe ich nach dem Kriterium gebuzzert, als das kleine Mädchen den Jungen im Opening abgestochen hat auf dem Mond. Das stimmt. Ich kann mich auch nicht mehr an den Namen erinnern, das war nicht... Ich warte noch ein Sekündchen. Es war Rewrite. Rewrite, genau, ja. Ich warte noch ein Sekündchen. Man muss ja lernen, ne? Man muss ja lernfähig bleiben. Okay. Jo. Character Design, ne? So kleine. Ja, ich denke, es wird wahrscheinlich wirklich so ein bisschen Madoka Magica-mäßig sein. Du hast süße kleine Moe-Mädchen. Ja, wobei die gerade einen krassen Aufzug hatte für ein süßes kleines Moe-Mädchen, aber ja. Du hast süße kleine sexualisierte Moe-Mädchen. Da wollte ich es doch gerade mögen. Und jetzt kommt hier die ganze Moe-Parade an. Weißt du, was passieren könnte? Wenn das ein normaler Anfang ist, dann siehst du jetzt in den ersten 5 Minuten nichts außer Slice of Life und Moe. Und am Ende der ersten Folge... Ja, geht's dann ab. Ja. Du willst doch nicht unseren Zuschauern die Katze vorenthalten. Ja, muss ja auch wissen, wie viel Zeit ich noch habe, um das jetzt zu entscheiden. Du kannst doch auch nach dem Brüll noch buzzern. Oder gerade so im Brüll, ne? Ja. Sagen wir doch mal was zur Optik. Gerade die Hintergrund finde ich ganz schön. Die restliche Animation, also Character Design ist jetzt nicht so meins, es ist sehr kindlich. Nee. Wobei das natürlich ein Kontrast bildet. Welcome to the World of Dreams and Magic. Okay, der Titel ist... Also wenn es wirklich so ultra niedlich ist, dann ist es wie Madoka Magica. Ein absichtlicher Kontrast. Könnte es. Ja, wobei es in Madoka Magica waren die Mädels zumindest wieder nicht sexualisiert. Da waren sie nur Moe-Mädchen, nicht Loli-Mädchen. Ja. Das ist auch schon ein paar Jahre alt. Du hast recht, jetzt haben wir neue Trends. Jetzt gerade sind sie in einem JRPG und kämpfen gegen Monster. Mit Items, Magic, Attack, Special, Skills, klar, genau, ja. Wie man das so macht. Und sie kriegt eine neue tolle Karte. Super Rare Item! Unsere Protagonistin spielt gerade ein Collectible Card Magical Girl JRPG. Anscheinend. Ja. Das habe ich auch so verstanden. Ja, was man so macht. Und sie hat so eine richtige Retro-Lampe. Also Michael, ich weiß nicht, ob ich bei dem Anfang das Risiko eingehen will. Ja, du bist aber auch ein Schisser. Komm! Warnsignale, schon mal was von gehört? Ja, aber irgendwas muss man buzzern. Das sieht scheiße gut aus. Ja, das tut es. Die Mädchen sind alle aus wie 5! Die Leiden des jungen Max. Mag er die Serie?
Sie hat das Potenzial, ne? Du hast Tote und Leichen gesehen im Opening und jetzt siehst du das. Weißt du was? Ich fänd das aber fair. Letzte Season habe ich die Tote und Leichen und dann total die abgestürzte Serie gedrückt. Und dieses Mal wärst eigentlich du dran, das Risiko einzugehen. Na gut. Yay, kleine Mädchen. Hast du nicht gerade gesagt, ich soll das machen? Da hört man einmal auf dich. Einmal. Einmal. Achso, die Kamera läuft noch. Hallo. Kleine Moe-Mädchen. Max, maximal 3 Folgen. Und du musst es nicht mal gucken. Ja. Guck dir das doch an. Jetzt haben wir es 3 Folgen in der Backe. Wir sind gespannt, was das wird. Außerdem... Leichen und Blut lassen hoffen. ...sind wir bisher noch auf unter 50% Buzzer-Quote. Und Madoka Magica damals war gar nicht schlecht. Nein. Die Serie war gegen Ende vielleicht ein bisschen abgedreht, aber an sich... Da sind halt Magical Girls auch einfach mal gestorben. Also wir hoffen auf Tote. Und Verletzte. Und Verletzte. Und Menschen, die Nervenzusammenbrüche haben. Und es sieht ja im Moment danach aus... Weil wir mental gesund und ausgeglichen sind. Kennst du das, dass so vor allem Frauen und so ganz normale Frauen gerne diese Psycho-Thriller von Fitzek und so lesen, wo Menschen auf bestialischste gefoltert werden und... Ja, lustige Fakten von Michael. Das ist echt so, also ja. Das denke ich mir nie aus. Wir sind soweit durch, haben einen weiteren Anime auf der Liste. Meine große Buzzerfahrt kommt hoffentlich irgendwann noch, wenn wir mit den kleinen... Also wenn Max vorbei... vorher nichts buzzert, dann muss er am Ende die Edgy-Serien buzzern, ist auch okay. Oder die Sportserien. Ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss.